Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir sind immer noch in Teso in Deshan und beim letzten Mal mussten wir leider ein bisschen unterbrechen, weil es uns zu lang geworden wäre. Deswegen reden wir jetzt nochmal mit dem Ratsherrn. Diese Neuigkeiten sind sehr beunruhigend. Ich weiß weder ein noch aus. Leute lösen sich scheinbar in Luft auf. Und irgendjemand hat eine Seuche nach Narsis gebracht. Das macht mir Angst. Wie haben sie das nur geschafft, ohne dass wir es bemerkten? Was werdet ihr machen? Ich muss die Stadt abriegeln. Niemand kommt rein oder raus. Ich lasse nicht zu, dass noch mehr verschwinden. Werdet ihr eine weitere Aufgabe für uns übernehmen? Um diese Mission zu erleichtern, wurden die Wachen darüber informiert, dass ihr kommen und gehen könnt, wie es euch beliebt. Was benötigt ihr? Sprecht mit Giron Zadri. Er ist oben. Er muss wissen, was ihr entdeckt habt. Tut alles, worum er euch bittet. Ich muss mit den Wachen sprechen und die Abriegelung von Narsis vorbereiten. Ich werde mit Giron sprechen. So, ich meine, das ist der Kerl, mit dem wir schon mal gesprochen haben. Der so ein bisschen unfreundlich war. Upp, da ist noch ein Buch. Netsch, Netsch, überall Netsch. Oh je. Okay. Also muss erst halb Narsis verschwinden und eine Seuche die Stadt bedrohen, ehe Ralten zur Vernunft kommt. Und es braucht eine Außenseiterin, damit er es begreift. Vielleicht ist mein Freund gar nicht mehr in der Lage, uns anzuführen. Ralden wird Narsis abregeln lassen. Er hat mich gebeten, mit euch zu sprechen. Natürlich hat er das. Ralden hat schon seit Jahren keine eigene Entscheidung mehr getroffen. Wenigstens tut er jetzt endlich das Richtige. Was euch angeht, ich habe da etwas, das ihr tun könntet. Was benötigt ihr? Die Leitgeborenen sind offensichtlich Teil dieser Sache. Das könnte ein Blinder sehen. Wenn die Stadt abgeriegelt ist, werden alle Wachen beschäftigt sein. Ihr hingegen seid frei von solchen Pflichten. Was schlagt ihr vor? Ich schlage vor, ihr nehmt euch ihre Lage am See vor. Haltet nach allem Ausschau, dass uns etwas über die Lordos-Seuche verraten könnte. Kehrt zurück, sobald ihr etwas findet. Aber natürlich, um diesen Fall zu lösen, machen wir doch alles. Spürnase-Gameplayerin ist bereits auf dem Weg. Und hat vergessen zu sprinten, deswegen dauert es ein bisschen länger. So, der Fluss, nee, beziehungsweise der See ist hinter uns. Das heißt, wir können hier raus. Und dann links rum. Hat der mich gerade ausgelacht hier? Hä? Hä? So, wo ist denn das erste Lager? Ja, wenn ihr unbedingt kämpfen wollt, dann lasst uns halt eben kämpfen. Das wollte ich zwar eigentlich nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Durchsucht das Lager. Ja, hier ist aber nichts, was ich durchsuchen kann, oder? Ah doch, im Lager befindet sich noch ein schwerer Sack. Das ist doch wunderbar. Wir durchsuchen jetzt hier alles und machen erstmal alles kaputt. Beziehungsweise erstmal alles leer. Hier kann ich nicht durchsuchen. Nee, das gilt schon als durchsucht, oder? Ah, das gilt schon als durchsucht. Ja, dann. Dann können wir direkt mal zum nächsten rübergehen. So. Da ist was. Sehr schön. Guten Tag. Ich muss mal eben eure Unterlagen nehmen. Ist ja nicht schlimm, oder? Was war das denn gerade? Im Namen von Magistra Fox, alle Leitgeborene müssen weiterhin den See Halu überwachen und absichern. Die Versuche, die Ladus-Seuche betreffend, gehen weiter und wir haben Lager in der Gegend aufgeschlagen. Die neue Formel ist nicht so stark wie erhofft. Ich kehre zur Schlucht zurück und stelle eine wirksame Mixtur zusammen. Ich werde außerdem unser Vorhaben, das Material nach ganz Deshan zu liefern, vorantreiben. Bis euch weitere Befehle erreichen, führt weiterhin Versuche durch, indem ihr jede neue Portion der Mixtur in den Wasserfall gießt und die Ergebnisse aufzeichnet. Der Sieg ist nah.
Merdyndrill oder so. Untersucht den Wasserfall. Den Wasserfall in der Richtung. Was haben wir denn da? Den gibt es leider nicht so oft. So. Wasserfall ist da. Achso, ja, war mir klar. Dass ich nicht bis da hinten hingehen kann, sondern rüberschwimmen muss. Oh nein, hier liegen Fässer drin. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt in den Giftmüll rein, aber... Hallo? Ja, kein Thema. Lesen wir uns das halt nicht durch. Bevor ihr fragt, ja, ich bin euch gefolgt. Nein, ich habe nichts mit den Verschwundenen oder der Seuche zu tun. Und nein, ich bin nicht hier, um gegen euch zu kämpfen. Fühlt ihr euch jetzt besser, nachdem das gesagt ist? Nun, sprechen wir darüber, warum Giron euch tot sehen will. Vielen Dank für die Aufklärung. Giron schickte mich los, um die Truppen der Leidgeborenen zu töten und ihre Verbindung zur Seuche aufzudecken. Natürlich hat er das. Eine übermütige Außenseiterin in ein Lager voller Leidgeborener zu schicken, das klingt doch wirklich nach einem Kinderspiel. Und wenn sie euch getötet hätten, hättet ihr nie herausgefunden, dass er es selbst gewesen ist, der die Seuche nach Narses gebracht hat, nicht wahr? Woher wisst ihr das? Ich habe Narses seit Wochen beobachtet. Wir haben sogar einen Agenten im Sippenhaus. Alles, was nach Narses kommt oder Narses verlässt, wird vermerkt. Und auf diesen aufgebrochenen Kisten stand überall groß Girons Name geschrieben. Die Frage ist nur, warum? Was habt ihr entdeckt? Das hört sich gar nicht gut an. Es muss einen Grund geben, warum Giron wollte, dass Narses abgeriegelt wird und ihr den Tod findet. Geht zurück und findet es heraus. Warum helft ihr mir? Die Organisation, der ich angehöre, hat zwei Aufgaben. Ziele finden und Ziele ausschalten. Mein Ziel scheint mit der Lodos-Seuche verknüpft zu sein. Unsere Absichten überschneiden sich. Belassen wir es doch dabei. Zu welcher Organisation gehört ihr? Entschuldigt, aber wir kennen uns noch nicht gut genug, um schon jetzt so persönlich zu werden. Aber vertraut mir ruhig. Wir wollen beide die Leidgeborenen aufhalten. Auf wen habt ihr es abgesehen? Das muss euch nicht kümmern. Denkt nur an das, was ich euch gesagt habe. Wir stehen auf derselben Seite. Und lasst euch nicht töten, Heldin. Narses braucht euch. Ja, alles sehr, sehr mysteriös. Da hinten ist die Stadt. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal hier rüber. Einfach mal quer durch hier. So. Das Schöne ist, die Organisation werden wir ja auch noch kennenlernen. Muss ich hin, da muss ich hin. Ihr könnt uns nicht alle hier drin festhalten, Rari. Doch, momentan können sie das. Ihr seid zurück. Wir müssen uns unterhalten. Das ist richtig. Ralden ist nicht hier. Er und Giron sind schon eine Weile weg. Und Girons Verbindung zu den Leidgeborenen lässt mich etwas nachdenklich werden. Das war übrigens der Kerl, der so ein bisschen unfreundlich war, soweit ich mich erinnern kann. Nicht der, den wir jetzt vorhin getroffen hatten. Woher wisst ihr das? Sagen wir einfach, ich bin gut informiert. Ich hatte schon länger die Vermutung, dass es da eine Verbindung gibt. Die Entführung des Ratsherrn hat mich darin nur bestätigt. Mein Partner und ich vermeiden lieber alle Situationen, die nicht durch unsere Aufträge abgedeckt sind. Trotzdem könnten wir einander vielleicht unterstützen. Wo ist Giron? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was die Berichte mir sagen. Giron hat Ralden wahrscheinlich an einen abgelegenen Ort, fern von allen neugierigen Blicken gebracht. Ja, und wir haben einfach kein Glück. Wir haben mal wieder kein Setteil bekommen. Dafür leichte Schultern, aus dem Halalu-Haus, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Narses ist abgeriegelt. Dorfbewohner sind verschwunden. Mitten in der Nacht kommen Kisten mit der Lodos-Seuche an. Und jetzt findet ihr auch noch heraus, dass die Seuche sich verschlimmert, wenn sie in einer Leiche gären kann. Da wundert man sich schon über Girons Plan, oder nicht? Habt ihr eine Vorstellung, wie ich Giron und Ralden finden kann? Laut Berichten hat sich eine Gruppe von Dorfbewohnern entschieden, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Ich unterstütze ihr Vorgehen nicht, aber sie könnten Informationen haben. Findet die Argonierin namens Schlüpf durch Finger
Sie kann euch zu ihnen führen. Warum sollte sie mir helfen? Ich habe das Gefühl, dass sie eure Hilfe wollen wird. Geschichten über eure Abenteuer haben sich in ganz Nasis verbreitet. Findet die Argonierin und ich wette, sie bittet euch, ihre Gefährten zu treffen, bevor ihr auch nur ein Wort sagen könnt. Woher wissen die denn, wie ich aussehe? Ich würde Schlüpf durch die Finger finden. Ja, dann mal schauen, wem wir denn noch durch die Finger schlüpfen müssen. Um diese ganze Geschichte hier endgültig aufzudecken. Warum lasse ich bloß immer alles fallen, wenn ich mich beeilen muss? Passiert schon mal. Sprecht leise und tut so, als würdet ihr mir helfen. Ich kann es nicht erklären. Nicht hier. Aber ich weiß, dass ihr versucht habt, die Vermissten für das Haus Hlalu zu finden. Ihr wisst, wer ich bin? Stellt keine Fragen. Hört einfach nur zu. Wir wissen, wo unsere Leute und Ratsheralden gefangen gehalten werden. Folgt den Hinweisen im Bündel. Wir sehen uns am Treffpunkt wieder. Aber wir müssen uns besprechen. Nicht hier. Schaut im Bündel nach. Wir wissen, wo sich die vermissten Bewohner befinden, aber wir brauchen eure Hilfe. Wegen der Ausgangssperre kann niemand Nasis verlassen, außer euch, versteht sich. Ja, wir wissen Bescheid über die besonderen Befugnisse, die euch der Ratsherr zuteil werden ließ. Wir würden gerne mit euch sprechen, aber habt bitte Verständnis dafür, dass wir unseren Aufenthaltsort geheim halten müssen. Wir dürfen die Hauswache nicht durch eine Wegbeschreibung auf unsere Spur locken. Stattdessen geben wir euch dies. Seht nicht zum Himmel, folgt den Sternen. Sie liefert den Schlüssel, sie wird euch den Weg weisen. Folgt dieser Beschreibung und wir werden uns bald sprechen. Ja, oh, Hallöchen, wir dürfen jetzt mit dir Sternchen. Hallo Sternchen, wir dürfen jetzt mit dir arbeiten. Der Stern ist eine Katze, Sternchen. Bei einem genaueren Blick bemerkt ihr einen kleinen Silberschlüssel am Hals des Tiers. Sie scheint für eine Stadtkatze gut ausgebildet zu sein. Dann nehme ihr den Schlüssel nochmal ab. Die Katze scheint sprungbereit zu sein. Sie schaut euch an, als ob sie darauf besteht, dass ihr folgen sollt. Dann machen wir das doch. Lalalala. Wir folgen der süßen Katze. Weil sie uns das Versteck zeigen wird. Also das geheime Versteck von den Leuten, wo wir hin sollen, wo keiner von wissen soll. Lauf doch mal vor, anstatt mir hinterher. Ist das hier? Oh, ich muss mal eben... Es tut mir leid, Kätzchen. Warte mal kurz. So, jetzt meine geht's Frau weiter. Ist verschwunden, aber die Wachen weigern sich, etwas zu tun. Ja, ich würde deine Frau gerne suchen, aber ich muss der Katze folgen. Das klingt irgendwie ein bisschen seltsam, glaube ich, wenn man das jetzt so in der Realität hören würde. Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen, Ihre Frau zu finden, weil ich muss der Katze folgen. Will ich? Vielen Dank, liebes Kätzchen. Danke. Das Haus Hlalu möchte uns Glauben machen. Unsere Freunde und Angehörigen hätten Nasis verlassen, ohne auch nur ein Wort davon zu sagen. Aber wir haben Beweise dafür, dass sie entführt wurden. Und was machen die Hlalu? Nichts. Sie regeln Nasis ab und lassen es nicht zu, dass wir die Dinge selbst in die Hand nehmen. Schluss mit der Warterei. Wir werden sie selbst retten. Wir bringen die entführten Dorfbewohner nach Hause. Juhu! Moment, das kann ich auch, aber ich habe vergessen, mit welcher Taste. Ich weiß es nicht mehr genau. Ihr habt uns gefunden. Entschuldigt meine vorherige Schroffheit. Ihr habt also Beweise dafür, dass unsere Leute entführt wurden? Was ist hier los? Wir sind es leid, darauf zu warten, dass das Haus Hlalu handelt. Wir wissen, wo unsere Leute gefangen gehalten werden. Aber wegen der Abriegelung kommen wir nicht zu ihnen. Ihr wisst, wo die verschwundenen Dorfbewohner sind? Ich wurde Zeugin, wie die Leidgeborenen meine Eischwester entführt haben. Ich habe gesehen, wo sie hinbrachten. Und ich habe Ratsheralden und Berater Giron an den gleichen Ort gehen sehen. Ihr müsst uns helfen. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Ich bezweifle, dass die Wachen euch aufhalten werden. Ihr könnt kommen und gehen, wie ihr wollt. Sprecht mit Madras. Lasst ihn euch unseren Plan erzählen. Ihr müsst uns helfen. Ich brauche meine Eischwester zurück. Okay. Wer... Achso, Moment. Der ist Madras. Ich wollte schon abbauen, okay.
Ihr müsst diejenige sein, von der uns Schlüpft erzählt hat. Schlüpft? Sie meinte, eine Außenseiterin wäre angeheuert worden, um unsere Leute zu finden. Das ist eine merkwürdige Aufgabe für eine Außenseiterin. Selbst wenn es um Lalugold geht. Was habt ihr wirklich vor? Ich versuche zu helfen. Ratsherr Ralden ist auch verschwunden. So ist das also. Ein paar wichtige Lalu verschwinden und plötzlich entscheiden sie sich zum Handeln. Ich schere mich ein Dreck um Ratsherr Ralden. Ich will nur unsere Leute zurück. Was habt ihr vor? Handeln. Wir besorgen uns Waffen, pfeifen auf die Abriegelung und retten unsere Leute. Wenn irgendwer versucht, uns aufzuhalten, dann mähen wir ihn nieder. Werdet ihr uns helfen oder nicht? Ich weiß, ihr meint es nur gut, aber die Wachen anzugreifen... Ich will nicht gegen sie kämpfen. Sie haben ihre Befehle, aber sie vergeuden nur Zeit. Jede Sekunde, die verstreicht, ist eine Sekunde, in der unsere Leute weiter in Gefahr schweben. Manchmal muss man zu drastischen Maßnahmen greifen, um jene zu retten, um die man sich sorgt. Wenn ich euch helfe, könnte ich die Unterstützung des Hauses Halalu verlieren. Ich weiß, es ist keine leichte Entscheidung. Insbesondere für jemanden, der mit dieser Sache eigentlich nichts zu tun hat. Aber ich muss wissen, ob ihr uns helfen werdet. Wir könnten jemanden mit euren Fähigkeiten gut gebrauchen. Also, ich möchte denen natürlich helfen. Aber gleichzeitig stimmt schon der zweite Satz, dass das Selbstmord wäre. Und ich hoffe, dass das die Art und Weise ist, wo ja dann am wenigsten passiert. Deswegen, Bauern, die sich den Leidgeborenen stellen, das ist Selbstmord. Ihr werdet alle sterben. Lasst mich die Sache übernehmen. Wir werden unsere Familien retten oder bei dem Versuch sterben. Ich traue euch nicht, Außenseiterin. Wir kümmern uns schon selbst darum. Lasst uns in Ruhe. Lauft zurück zu euren Herren vom Haus und kommt uns ja nicht in die Quere. Okay, das war jetzt natürlich eine doofe Entscheidung. Ich meine, klar will ich denen helfen, aber ich will denen helfen, indem ich die Sache übernehme und die sich halt nicht in Gefahr bringen. Ich habe gehört, ihr wart dabei, als Molag Grunder besiegt wurde. Gut gemacht. Wie seid ihr da hereingekommen? Matras lässt nicht einfach jeden zu seinen Geheimtreffen. Augenblick. Ihr seid doch die Außenseiterin, die für Ratsherr Ralden arbeitet. Bitte sagt mir, ihr habt euch nicht auf Matras Torheit eingelassen. Nein, nicht wirklich. Ihr kennt Matras? Ich habe Informationen an ihn weitergegeben. Meine Mutter ist auch verschwunden, aber ich habe meine Befehle. Also hatte ich die Hoffnung, dass Matras und seine Leute auf Hinweise stoßen würden, mit denen ich zu meinen Vorgesetzten gehen kann. Sie haben herausgefunden, wo die vermissten Dorfbewohner gefangen gehalten werden. Aber Matras will mir nicht verraten, wo sie sind. Was? Matras wird diese Leute in den Tod führen. Sie sind Bauern und Viehzüchter, keine Soldaten. Ich darf das nicht zulassen. Ihr müsst die vermissten Dorfbewohner finden und sie in Sicherheit bringen, bevor Matras diese Gruppe in den Untergang führt. Ich werde herausfinden, wo sie Matras Meinung nach sind. Doch erst müsst ihr mir dabei helfen, gegen Matras vorzugehen. Was soll ich tun? Erzeugt eine Ablenkung. Irgendetwas, das sie aufhält und uns genug Zeit gibt, um unsere vermissten Leute zu finden. Derzeit sind alle wegen der Lodos-Seuche etwas angespannt. Das könnten wir ausnutzen. Wisst ihr, was die Leute für den Auslöser der Seuche halten? Ratten. Und das ist weswegen wichtig? Seht ihr die Ratten, die durch das Dorf laufen? Harmlos. Aber die Leute haben Angst vor ihnen. Nehmt diesen Beutel. Schnappt euch so viele Ratten wie möglich. Bringt sie hierher zurück und lasst sie an der Tür frei. Das sollte Madras Gruppe für eine Weile auseinandertreiben. Das klingt nach einem Plan. Ihr helft mir dabei, dieses Treffen zu stören und das Leben dieser Leute zu retten und ich finde dafür heraus, was Madras weiß. Fangt diese Ratten und bringt sie mir. Wir haben keine Zeit zu vergeuden. Habt ihr einen Ratschlag für das Fangen von Ratten? Die kleinen Viecher sind schnell. Wenn man ihnen zu nahe kommt, laufen sie vor allem davon. Um sie zu schnappen, muss man am Anfang einen größtmöglichen Abstand halten. So kann man sie überraschen. Das wird sowieso nichts werden. Na gut, dann schauen wir mal.
Ich hatte unterwegs einige Ratten gesehen, wollte die schon töten nebenbei. Aber... ich hab sie doch gerade... Ah! Ich wollte gerade sagen, wie oft muss ich jetzt hier E drücken? Laufen die alle darum, wo ich sie sehen kann, oder? Also sprich auf der Straße. Hier ist doch noch eine, oder? Zwei. Schauen wir mal. Ah, da ist der Typ wieder mit seinen Hallöchen. Kleines Hühnchen. Also ich nenne ihn mal Hühnchen, weil ich den Namen so doof finde. So kompliziert finde. Und ich finde, die sehen wie ein nacktes Hühnchen aus. So. Da ist eine. Oder zwei. Komm her. So, perfekt. Da oben war das, genau. So, pass mal auf, wie toll ich das kann. Angriff! Was ist das für ein Geräusch? Ratten! Die haben die Seuche! Lauft! Die haben die Seuche. Macht die Fenster auf! Aus dem Weg! Lasst euch nicht von ihnen beißen! Wie macht die Fenster auf? Sollen die durchs Fenster rauslaufen oder was? Sieht aus, als ob die Ratten eingezogen sind. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Jetzt wird niemand zu Schaden kommen. Warum schickt ihr nicht die Wachen los, um ihn aufzuhalten? Diese Leute wollen nur ihre Freunde und ihre Familien wiedersehen. Aber ich möchte nicht, dass ihnen etwas zustößt. Die Wachen zu rufen, würde die Lage nur verschlimmern. Habt ihr herausgefunden, wo die vermissten Leute sind? Ich erhielt die Information durch meinen Kontakt in der Gruppe. Meldet euch wieder beim Sippenhaus. Wir treffen uns dort. Ich werde den Schlüssel holen, den ihr braucht, und bewahrt Stillschweigen darüber, ja? Natürlich. Gerade das Sippenhaus, ja, da kann man ja nicht jeden trauen, ne? So, mit dir habe ich eh geredet vorhin. Irgendeine Spur von Giron oder Ralden? Ich traf jemanden, der weiß, wo sie sind. Das sind gute Neuigkeiten. Ich habe auch etwas von meiner Partnerin Nayu Virian gehört. Womöglich haben wir in dieser üblen Situation endlich mal eine kleine Verschnaufpause. Nayu erzählte mir, ihr hättet im Lager der Leitgeborenen eine Notiz gefunden. Da könnte eine Verbindung zum Schöpfer der Lodos-Seuche bestehen. Das ändert unsere Haltung zu dieser Situation hier grundlegend. Ich habe viele Dinge im Lager herausgefunden. Ich will nur einen Namen und einen Ort. Solche Informationen bringen mich der Erfüllung meines derzeitigen Kontrakts näher. Deswegen habe ich mich entschieden, euch etwas Unterstützung anzubieten. Was für eine Unterstützung? Ich werde die Wachen des Hauses Lalu zusammentrommeln und euch folgen. Was immer ihr auch findet, die Wache wird euch den Rücken stärken. Nun geht. Findet eure Verbündete und rettet den Ratsherrn. Ich hole euch schnell wieder ein. Wir sehen uns später. Ich trommle die Wachen zusammen und folge euch auf dem Fuße. Nun geht. Findet eure Verbündete und lasst uns die Sache zu Ende bringen. Woher wisst ihr das alles? Ich bin schon seit Wochen hier und habe mich an den politischen Spielchen beteiligt, wie es sie in allen Sippenhäusern der Dunkelelfen gibt. Ich habe festgestellt, dass ich derlei Spiele hasse. Aber ihr werdet überrascht, was man alles erfährt, wenn man sich nur zurückhält und aufmerksam lauscht. Habt ihr herausgefunden, wer die Leitgeborenen wirklich sind? Nun, sie sind sicher nicht die wohltätige Organisation, für die sie sich ausgeben. Sie sind auf jeden Fall ein militaristischer Kult. Aber wer die Fäden zieht, ist nach wie vor unklar. Ich bin mir sicher, dass sie mit dieser Vox in Verbindung stehen, die in den von euch entdeckten Notizen erwähnt wird. Und wer ist Vox? Keine Ahnung. Daran arbeiten wir noch. Warum habt ihr nicht schon zuvor etwas gegen Giron unternommen? Giron ist nicht unser Ziel. Wir suchen nach dem Erschaffer der Lodos-Seuche. Ich habe mich entschieden, an euch heranzutreten und euch ein gewisses Maß an Hilfe zu gewähren. Eure Taten könnten mich zu dem führen, den ich suche. Wer seid ihr wirklich? Im Augenblick bin ich euer allerbester Freund. Arbeitet mit mir zusammen und wir sorgen gemeinsam dafür, dass Narsis nicht von den Leitgeborenen zerstört wird. So, okay, wir müssen unsere Verbündeten finden.
offenes Versteckspiel. Das hört sich doch gut an. Wie versprochen habe ich den Schlüssel und den von euch gesuchten Ort. Unser Plan funktionierte vielleicht etwas zu gut. Man hört noch immer Schreie aus Madras Haus. Wohin muss ich, um die vermissten Leute zu finden? In die Ruinen unter Narsis. Man findet den Eingang im Westen. Eine alte Tür, die zwischen den Felsen fehl am Platz wirkt. Sie ist verschlossen, um die Leute aus den Ruinen rauszuhalten. Schätze, das hat wohl nicht geklappt. Danke für eure Hilfe. Dankt nicht mir. Ihr müsst euch hier ins Feuer stürzen. Dafür sollte ich euch danken. Aber seid bloß vorsichtig da unten. Wenn das, was Madras gesagt hat, wahr ist, dann werdet ihr auf viel Gegenwehr stoßen. Ja, das ist aber kein Problem. Jetzt muss ich nur mal eben schauen, in welche Richtung wir jetzt eigentlich los müssen. Ja, einfach nur Richtung Wegschrein. Okay. Mein Glück hat mich verlassen. Ja, da müssen wir raus, glaube ich. Ne? Ja. Jetzt stehen die Wachen natürlich so gedreht, dass keiner rauskommt, statt andersrum. Was erblicken meine hübschen Augen denn hier? Was habt ihr denn damit vor? Ich wollte die nur mal sammeln und pflücken und mich ihrer ergötzen. Da hinten ist ein Eingang. Schupp, ihr habt mich nicht gesehen. So, groß ist das ja zum Glück nicht. Dann kann ich mit euch auch kurz kämpfen. Los geht's! Anstatt durchzu... Was heißt hier eigentlich los geht's, Basti? Wenn du los geht's sagst, dann musst du auch jemanden angreifen und nicht nur dumm dastehen und warten, bis ich hier fertig bin. So, groß ist es nicht, aber wir müssen hier irgendwie komplett durchlaufen. Okay, mit dir kann ich auf jeden Fall noch kämpfen. So. Hurra! Hurra. Ja, alles ist gut, Basti. Die Dunkelelfen mit den weißen Kitteln kommen gleich. So. Haben wir hier was zu lesen? Nee, okay. Ihr wollt es euch nicht mit mir verscherzen. Das ist mir doch egal, ob ich es mit dir verscherze. Die ständigen Einmischungen werden ermüdend. Nachdem ich euch vernichtet habe, wird nichts mehr in... Was wolltest du sagen? Ich bin mir nicht sicher. Oh, da war noch einer. Tschüss. Zwei gefährliche Widersacher. Das ist schön. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht auf die, Dings geguckt, auf die Bestrebungen. Kannst du jetzt endlich mal sterben? Ja, natürlich ist das der einzige, den ich dann looten kann. Es war so klar. So, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Irgendwo im Keller? Oh, das ist sehr schön. Da können wir die ganzen Sachen hier alle mal einsammeln. Also, wenn ihr noch Sachen braucht, macht die Quest. Dann könnt ihr im Keller, kommt ihr dann wieder raus und könnt alles einsammeln. So. Das sind vermutlich die ganzen Bauern gewesen, die ich retten wollte. Warum noch weitermachen? Solch ein Schmerz. Ja, ihr seid ja auch Giron so dumm und hört mich verraten. Er hat unsere Leute getötet und die Leichen mit der Lodos-Seuche infiziert. Er meinte, das würde sie verstärken. Er brauchte eine große Anzahl potenzieller Leichen. Deswegen wollte er Narsis abregeln. Haltet durch. Schont eure Kräfte. Für mich ist es zu spät. Aber ihr müsst mir zuhören. Lasst niemanden das Wasser trinken. Der See muss gereinigt werden. Und ich muss euch von Vox erzählen. Vox? Sie ist die Anführerin. Narsis ist nur der Anfang. Sie erzeugen die Lodos-Seuche in der Schlucht. Sie werden sie bis nach... Haltet durch, Ratsherr. Ja, bis nach Gramfeste wollen sie sie tragen. Da seid ihr ja. Es freut mich zu sehen, dass ihr es geschafft habt. Mhm. Noch am Leben, wie ich sehe. Ich schätze, das rechtfertigt Narius' Vertrauen in euch. Habt ihr sie gefunden? Wie geht es Ralden? Sind sie dort drin? Bemerkt jemand, was er jetzt hier für eine Rüstung anhat? Ralden ist tot, aber viele der vermissten Dorfbewohner leben noch. Ich verstehe. Ralden war ein guter Mann, der sich um seine Leute sorgte. So sollte man sich an ihn erinnern. Die Wachen kümmern sich um die Leitgeborenen in den Ruinen.
Was ist dort drinnen geschehen? Giron hat die gefangenen Dorfbewohner benutzt, um die Seuche noch gefährlicher zu machen. Er hat ihre Leichen im See ausbluten lassen. Deshalb wollte er Nasis also abriegeln, damit er einen Nachschub an Seuchenüberträgern parat hat. Das Haus Lalu wird dafür sorgen, dass niemand das Wasser des Sees trinkt, bis er gereinigt wurde. Braucht ihr sonst noch etwas von mir? Narsis ist sicher. Zumindest fürs Erste. Wir müssen diese Leute zu den Heilern schaffen. Ihr solltet euch etwas erholen. Ich fürchte, die Sache wird noch viel komplizierter werden. Die Leidgeborenen sind gefährlicher, als wir dachten. Ich bin mir sicher, dass wir eure Hilfe bald wieder brauchen werden. Und wir haben endlich ein Setteil bekommen, und zwar ein einhändiges Schwert von Umarmung der Mutter der Nacht. Wir sorgen dafür, dass man sich um diese Leute kümmert. Wenn ihr kurz Zeit habt, dann kehrt nach Narsis zurück und sprecht mit Nayu. Sie hat eine Spur zu dem von euch entdeckten Namen gefunden. Ich stoße zu euch, sobald ich kann. Geht es um den Schöpfer der Seuche? Ja. Ich ließ Nayu die Beweise untersuchen, die ihr aus dem Lager der Leidgeborenen geholt habt. Sie hat etwas entdeckt, das sie euch mitteilen will. Trefft sie in der Siedlung. Ich werde gehen und mit ihr sprechen. Ja, die Fährte der Seuche. Aber da diese Folge jetzt auch schon wieder so lange dauert, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Und ja, sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.